Du hörst täglich Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Melde auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott. Ein Haus, nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel. 2. Korinther 5, Vers 1. Ja, ein Bau von Gott, das Himmelreich, es ist nah. Nun, die Menschen, sie leben oft in der Hölle auf Erden. Die Menschen, gequält von Depressionen, Ängsten, Panikattacken, Krankheiten, von Mangel, Unsicherheit, all diese Dinge sind furchtbar, sie sind schrecklich. Dabei sollst du dich nicht sorgen, du sollst Frieden haben. Jesus, der kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ja, das hat er getan. Doch die Menschen haben im Laufe der Zeit einen Glaubensabfall erlebt und sind umso fleischlicher geworden. Doch wenn du die Bibel liest, dann erkennst du, dass das immer schon so war. Immer schon sind sie ohne geistige Führung abgefallen, dem Götzendienst erlegen. Doch weißt du, der Heilige Geist möchte dich erinnern. Der Heilige Geist möchte dir Offenbarung geben. Der Heilige Geist möchte dich trösten und du sollst befreit sein im Namen Jesus von jeder Qual. Du sollst aus dieser Hölle hineintreten ins Himmelreich. Die Kraft Gottes kann so in dir wohnen, dass sie alles, was nicht geistlich ist, verbrennen und abbrechen kann. Dann kann die vollkommene Schönheit und Heiligkeit Jesu in deinem Leben und auch in deinem Inneren entstehen. Jesus war völlig rein in Bezug auf alles in seiner menschlichen Natur. Er lebte im Geist, über alles erhaben. Und so wie er ist, müssen auch wir sein. Wir sollen im Fleisch nicht beunruhigt sein. Jesus, war er im Fleisch beunruhigt? War er nicht vollkommen siegreich? Es ist unmöglich, dass irgendein fleischlicher Weg oder irgendwas, was dich in deinem natürlichen Körper berührt, hilfreich sein kann. Vielleicht kurzfristig. Aber der Heilige Geist möchte dir sagen, lass dich erheben. Komm in die Geistigkeit. Selbst deine Augen sollen geheiligt sein durch die Kraft unseres Vaters im Himmel, damit sie jedes Mal Feuer entzünden, wenn du einen Sünder ansiehst und der Sünder verändert wird. Du sollst nicht richten. Nein, du sollst berühren, weil der Heilige Geist das Feuer in dir ist. Wir sollen begleitet sein mit der Gerechtigkeit in Gott, sodass es, wo auch immer wir hingehen, eine wirkungsvolle Heiligkeit gibt, die Menschen von ihrer Sünde überführt und befreit aus ihrer Gefangenschaft. Denn Menschen sind gefangen, festgesetzt, gebunden. Vielleicht sagst du auch, ja, in meinem Haus sind so viele Dinge, die aus dem Fenster geworfen werden müssten, wenn Jesus käme. Ich bete, dass du erkennst, dass der ganze Leib Christi erkennt und dass auch alle anderen erkennen, es ist bereits an der Zeit, er ist in deinem Haus. Alles muss aus dem Fenster geworfen werden, was vor seinen Augen nicht bestehen kann. Jeder Eindruck deines Herzens, der Schwierigkeiten brächte, wenn Jesus dich ansehe, sollte für immer verschwinden. Denn mit diesen Dingen gibst du auch jedem unreinen Geist den Zugang. Im Namen Jesus. Mögen deine Augen sehen und dein Herz verständig sein. Viele Menschen fragen, was soll ich tun?
Nun, in erster Linie sollen wir verschlungen werden vom Leben, vom wahren Leben. Der große, vollkommene, heilige Ich Bin ist nicht nur einfach ein Beispiel. Er ist nicht nur einfach eine Figur in einem Buch. Er lebt, er ist real. Und er kleidet dich mit seiner Natur, wenn du bereit bist. Das Fleisch soll sterben und der Geist, die Auferstehungskraft, soll leben. Durch dich als Zeichen und zur Verherrlichung. Halleluja. Es ist allerdings unmöglich, dass Königreiche unterworfen werden. Es ist unmöglich, dass größere Werke getan werden. Unmöglich, dass der Sohn Gottes auf Erden die Gotteskinder gewinnt. Wenn wir, die wir bereits gläubig sind, wenn der Leib Christus nicht genau da ist, wo er sein soll. Und hier spreche ich vom Geistigen. Es gibt nichts im Wort Gottes in der Heiligen Schrift, was Gott uns nicht zum Eigentum geben und wohin er uns nicht führen möchte. Es ist nun an der Zeit, dass du bereit bist, dich führen zu lassen und wahrhaftig, wahrhaftig Nachfolger zu sein. Lass uns gemeinsam beten. Aber, Vater, ich weiß, du hörst mich. Und im Namen Yeshua HaMashiach komme ich vor deinen Thron. Ich bitte dich, mich zu gebrauchen. Ich bitte dich, mich so zu verändern, dass nur noch Jesus durch mich gesehen wird. Ich bitte dich, Vater, mir die Augen und die Ohren zu öffnen, sodass ich sehen und hören kann. Ich will ein lebendiger Brief Christi sein. Zeichen und Zeugnis in dieser Welt. Im Namen Jesu. Amen.